Hallo, liebe Enduro.de Leser, Schauer, Gucker. Heute haben wir für euch das KTM EXC 450 Modell getestet. Hier im schönen Vogeltal, man sieht es im Hintergrund, Motorsportgelände Vogeltal vom MC Flöha e.V. Das ist unsere Heimstrecke, da können wir immer viele Passagen trainieren und kennen jeden Stein eigentlich in- und auswendig und können da unsere Modelle perfekt testen oder alle Modelle, die wir so bekommen, optimal testen. Wie gesagt, heute die 450er, 2018er Baujahr. Es ist eigentlich fast kein Unterschied zu den 2017er Modellen. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, die haben einen anderen Gabelholm hier oben eingebaut. Aber ansonsten, bis auf das Dekor, das Design, was sich da ein bisschen geändert hat, ist alles identisch. Unser Modell hat jetzt zusätzlich eine Traktionskontrolle und einen Mapping-Schalter mit verbaut und einen Motorschutz mit dran gehabt. Ansonsten ist es seriennahe und wir sind mit dem Modell sämtliche Passagen abgefahren. Wir sind die Motocross-Strecke gefahren, wir sind Enduro-Passagen gefahren, so wie man es auch auf dem Video sieht, und auch viele extreme Passagen mit bewältigt, Auffahrten, Abfahrten, über Hindernisse drüber gefahren. Und die 450er EXC ist wirklich ein klassisches Enduro-Motorrad. Man kann sehr gemütlich mit dem fahren, man kann kraftsparend mit dem fahren, man muss das Motorrad jetzt nicht am Drehzahllimit bewegen, sondern kann eher immer einen höheren Gang wählen und damit wirklich sehr gut über sämtliche Passagen durchkommen. Auch kraftsparend, wie gesagt, durchfahren. Über den Mapping-Schalter hat man die Wahl zwischen zwei verschiedenen Mappings. Einmal die Standard-Mappings und einmal das etwas smoothere, etwas ruhigere. Damit ist von unten raus, mittleren bis oberen Bereich, etwas weniger Leistung zur Verfügung. Gerade wenn es sehr schlammig ist, hilft das, das Motorrad ein bisschen besser noch unter Kontrolle zu halten. Ich muss aber auch sagen, dass die Standardleistungskurve etwas mehr Drehmoment von unten raus aufbaut. Und das hilft dir eigentlich in jedem Bereich. Auch wenn du relativ untertourig mal eine Auffahrt hochfährst, ist eben das Standardmapping, das kräftigere Mapping, sehr gut geeignet dafür. Dann hat man jetzt den Vorteil noch über den optional erhältlichen Mapping- und Traktionsschalter die Möglichkeit, eine Traktionskontrolle hinzuzuaktivieren. Das hat den Vorteil, dass es im Grenzbereich, wenn das Motorrad mal so unerwartet schnell ausbricht, reingreift und hält damit die Drehzahl. Also das Motorrad bricht nicht unerwartet mehr aus, sondern bleibt in dem Drift drin, aber es kommt nicht zum Highsider und wird dann dementsprechend unkontrolliert, sondern es bleibt ganz kontrolliert und geht vorwärts. Man merkt es auch, wenn man rausbeschleunigt, relativ schnell rausbeschleunigt, und dann kommt plötzlich mal eine rutschige Passage, dann greift auch die Traktionskontrolle zu und man baut wirklich optimal die Traktion auf und das Motorrad schiebt vorwärts. Also es ist wirklich eine tolle Sache mit der Traktionskontrolle. Muss aber auch sagen, wenn man sehr gut mit der Kupplung umgehen kann, kann man das auch kompensieren. Aber man merkt eben im Laufe der Zeit, wenn man einen längeren Turn fährt, wenn die Kraft danach lässt, nicht mal so die Reaktion da ist, auch für die Kontrolle, für die Kupplung, hilft die Traktionskontrolle doch einiges. Ja, ansonsten vom Fahrwerk her merkt man speziell auf der Motocross-Strecke oder wenn man auch mal schneller unterwegs ist, dass es sehr auf der weichen Seite ist und man doch dementsprechend die Kompressionsstufe etwas zudrehen muss. Wir haben es jetzt auf der Strecke, die ihr gerade auf dem Video geschaut habt, mit den langen, weiten Sprüngen, 10 Klicks in der Kompressionsstufe zugedreht. Damit wird das Fahrwerk doch einiges progressiver, bleibt ruhiger, stabiler und taucht gar nicht so sehr ein, schon beim Hinfahren zu den Sprüngen oder in der Kompressionsphase, und bleibt damit etwas ruhiger und stabiler. Ich würde vielleicht im Endeffekt empfehlen, für den Sportfahrer doch eher ein bisschen härtere Federn zu fahren, dass das Fahrwerk allgemein von Beginn an schon etwas straffer wirkt und dementsprechend auch hinten noch eine härtere Feder mitverwenden. Ansonsten, wenn man normal auf der Enduro-Strecke unterwegs ist, mit vielen kleinen Hindernissen, viele kleine Wurzelpassagen hat, baut das Fahrwerk eine sehr gute Traktion auf. Man hat ständig Bodenkontakt, es schluckt jedes kleine Steinchen, jedes kleine Wurzelchen wirklich sehr gut weg. Dementsprechend ist das Fahrwerk wirklich bestens geeignet. Ja, an sich, wie gesagt, die 450er in 2018er Version von KTM ist ein gelungenes Enduro-Motorrad für den Hobbyfahrer und auch für den Sportfahrer mit den Gedanken, vielleicht ein bisschen eine andere Feder noch mit zu verbauen. Aber ansonsten ein echt tolles Motorrad. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.